Die Bloom'sche Taxonomie ist ein Hilfsmittel, das Lehrer oder Schüler nutzen können, um Lernziele zu sortieren und zu ordnen. Ihre populärste Version basiert auf dem kognitiven Bereich und geht davon aus, dass das Lernen in den folgenden 6 Schritten von leicht bis schwer strukturiert werden sollte. Erstens erinnern. Zweitens verstehen. Drittens anwenden. Viertens analysieren. Fünftens auswerten. Sechstens erschaffen. Auf der ersten Ebene lernen wir, uns Dinge zu merken. Es wird einfach auswendig gelernt. Fakten werden gemerkt, ohne allzu viel zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel etwas über Zitronen lernen, merken wir uns den Namen, die Form, die Farbe und die Größe. Und dass sie sauer sind. Sobald wir diese, im Grunde belanglosen Fakten, auswendig gelernt haben, gehen wir auf die zweite Ebene des Lernens. Hier beginnen wir zu verstehen. Wir fangen an, Informationen zu entschlüsseln und zu begreifen, dass eine Zitrone gelb ist, wenn sie reif ist. Und dass sie, wenn wir hineinbeißen, wirklich super sauer ist. Wir haben verstanden, dass Zitronen die Sonne lieben und dass sie viel Vitamin C enthalten. Und dass Vitamin C ein natürliches Antioxidant ist, das die Gesundheit erhält. Jetzt, wo wir eine Zitrone wirklich verstehen, können wir mit ihr arbeiten. Auf der dritten Ebene wenden wir unser Wissen an. Wir haben begriffen, dass Zitronen zwar sauer, aber auch ein großartiger Vitamin C-Lieferant sind. Um dieses Wissen sinnvoll anzuwenden, könnten wir eine Zitrone in heißem Wasser kochen und etwas Honig hinzufügen. Dann geben wir diese heiße Zitrone unserer kranken Schwester zum Trinken. Auf der vierten Ebene lernen wir zu analysieren. Dies beinhaltet das Untersuchen und Zerlegen von Informationen in Komponenten, das Bestimmen, wie die Teile zueinander in Beziehung stehen und das Finden von Beweisen, um Verallgemeinerungen treffen zu können. Wir betrachten das Fruchtfleisch der Zitrone, untersuchen die Schale und schauen uns den Vitamingehalt an. Wir kommen zu dem Schluss, dass wir das Innere essen können, während die Schale bitter schmeckt und eventuell Spuren von giftigen Pestiziden enthält. Die sollte nicht gegessen werden. Nun sind wir bereit zu bewerten. Wir analysieren, kritisieren und vergleichen. Um unsere Zitrone als gute Vitaminquelle zu bewerten, vergleichen wir sie mit anderen Quellen wie Orangen und Nahrungsergänzungsmitteln. Wir schauen uns folgende Eigenschaften an: Vitamingehalt, Preis, Geschmack und Verpackungsabfall. Wenn wir unsere Überlegungen kritisch und unvoreingenommen bewerten, sehen wir, wo die Zitronen punkten und wo andere besser abschneiden. Nachdem wir nun gelernt, verstanden, angewendet, analysiert und ausgewertet haben, sind wir bereit zu erschaffen. Jetzt verstehen wir Zitronen wirklich, auch im Vergleich zu ähnlichen Dingen. Wir können einen Plan entwickeln, um unsere eigene natürliche Limonade zu machen. Nun ist es ein leichtes, sich ein ansprechendes Ladendesign, einen guten Namen, wie zum Beispiel süße Zitronen, und einen guten Slogan, wie beispielsweise natürlich, gesund und lecker, auszudenken. Die Bloom'sche Taxonomie wurde erstmals 1946 von dem amerikanischen Psychologen Benjamin Bloom entwickelt. Die soeben vorgestellte, überarbeitete Version aus dem Jahr 2001 dient als Grundlage für viele Lehrkonzepte. Vor allem für solche, die auf die Vermittlung bestimmter Fähigkeiten abzielen. Jede Stufe ist in der Regel mit einem klaren Lernziel verbunden, das getestet werden kann. Kritiker der Taxonomie stellen die Existenz einer sequentiellen, hierarchischen Verbindung zwischen den einzelnen Stufen oft in Frage. Was denkst du darüber? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren unten mit. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann.
öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com/sprouts.